Herzlich willkommen, ihr lieben Dudes und Dudin, zu einem neuen Video, zum ersten Video zu The Journey. Wir wollen direkt mal reingehen und da reinstarten. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, das wäre richtig, richtig cool. Und ihr seht, wir können hier unseren alten Hunter importieren. Das hatten wir beim letzten Mal so ein paar Fragen im Livestream und ja, da sehen wir es jetzt ja auch. Ich importiere einfach mal den Hunter, der ist aber ZOM. Eigentlich will ich ihn eher als Stürmer haben, macht aber nichts. Nehmen wir ihn, aber ich kann einfach sagen, wähle deine Lieblingsposition, boom, nehmen wir einfach Stürmer und boom, da haben wir es. Und damit geht es auch schon direkt los, Daumen hoch nach hoch, das wäre cool und jetzt gucken wir uns mal an, was hier passiert. Spute dich, Alex, na mach schon. Oh, was war das denn? Jetzt fall doch nicht hin, Alex, eine Blamage. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Oh, einen Moment, Dad. Warte. Mach's gut. Und 2 für 1 funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Harry, ein neues Team. Wie fühlt sich das an? It's a special day for me. Noch ein Stürmer. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. Sieh an, Williams. Dich habe ich nicht gesehen seit meinem Abschied aus der Premier League. Hi, Dino. Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen. Manchmal muss man eben lernen, alles loszulassen. Na bitte, Superstar Gareth Walker. Ihr zwei habt euch also in der Championship angefreundet, hä? Mit 17 schon was erreicht, was die meisten Spieler niemals schaffen. Cup-Finale ist nächste Woche da. Ich bin bereit, komm schon. Pass auf, das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz. Dad, was machst du denn hier? Wollte nur mal nach dir sehen. Siehst gut aus, stark. Mama hat meine neue Nummer. Rio de Janeiro, Brasilien. So wollte ich meinen letzten Urlaubstag nicht verbringen. Mann, wenn du nach Rio gehst, musst du dir auch mal die Realität ansehen. Das ist das wahre Leben. Auf solchen Straßen hat Pelé spielen gelernt. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Und bitteschön. Es ist überall dasselbe. Andere Straße, selbe Traum. Legendär. Du bist echt der coolste Mann. Roberto Carlos. Legende. Vielleicht spiele ich mal eines Tages für Real. Oh, ja, ja, aber Freistöße wie er hast du nicht im Repertoire. Alex Hunter, Alex Hunter! Vem jogar com a gente! Premier League, Premier League! Was sagt auf er? Dieser Welt kennt dich echt jeder, aber mich, Danny Williams, ich bin ein Mega-Championship-Superstar! Renan, fala pra ele jogar com a gente! Okay. Hey, die wollen, dass ihr spielt. Nathan Martins. Er ist in meinem Team. Hm? Ja, dann erteilt euch The Williams jetzt mal eine kleine Lektion. Vamos a fácil. Okay, und da dürfen wir jetzt direkt mal ran. Mit... ich hab's natürlich auch wieder drauf. Ach du Scheiße. FIFA Street, eine kleine Runde. Hat er den jetzt ausgespielt extra? Ich glaube, wir werden hier einfach direkt mal am Anfang verlieren. Okay, sieht gut aus. Oh, der Schuss. Und jetzt macht er ihn da hinten rein.
Immer noch. Ah, Ballverlust. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass ich auch alle spielen kann. Geht richtig gut los. Ach du Heilige. Okay. Also es spielt sich anders, als man es erwartet. Oh, schade. Versuch war es wert. Ja, die Kleinen sind natürlich stark, ne? Die sind echt sehr gut. Oh, der Schuss aufs leere Tor. Man kann es mal probieren. Gut wäre es, wenn wir jetzt hier noch irgendwie ein Tor hinkriegen, wenigstens. Alter, ich stehe. Verliere direkt den Ball. Das ist echt interessant. Nie gespielt früher. 1-1, na wenigstens etwas. Die lassen mir auch so ein bisschen Chance, ne? Aber oh, man kann es probieren. Da wird Hunter festgehalten von den kleinen Rackern. Oh, schick. Also die machen natürlich echt witzige Aktionen. Gut geklärt. Noch einmal Ball für die. Boah, wow, das war natürlich richtig mies. Alter, die dürfen mich so umnatzen, ne? Ist okay. Oh nein, 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 nein. Ich muss den Ball kriegen. Oh, wir verlieren. Ja, okay. 2-3. Come on. 6 Sekunden. Der Ausgleich. Die dribbeln noch da. Die kleinen Schweine. Ah, und verloren. Naja, okay. Ah, jetzt nicht so gut. Ist das schlimm? Nein. Ich denke nicht. Danke. Schön gespielt. Ja, sehr gut gespielt. Gut gespielt, Mann. Ja. Gutes Spiel. Danke. Ich kann mit euch. Mann, danke. Das war super. Ja, ja. Du spielst gut. Vielleicht schaffst du es. Danke. Okay, bis dann. Gut gespielt, Mann. Danke. Bis dann. Wir haben die gewinnen lassen. Ja, klar. Ja, natürlich, Mann. Dieser Renan ist wirklich talentiert. Ja, aber kann er das auch im kalten Regen schaffen? Komm, wir müssen zurück ins Hotel. Denk an den Flug morgen früh. Oh ja, bloß nicht am ersten Vorbereitungstag zu spät kommen. Hm? Okay, Persönlichkeit. Was haben wir denn? Hitzköpfig cool. Unter jeder Unterhaltung kannst du Hitz... Okay. Die Saison muss. Wir waren cool und bleiben auch cool. Oh, ja, richtig. Dieses Jahr lernen die Leute den echten Williams kennen. Ja, klar. Keine Gnade mehr, Mann. Keine Gnade mehr. Ja, Mann. Ja. Don't show up to my show if you got no energy. Das haben die natürlich sehr schick gemacht, ne? So, wir sind jetzt hier. Können jetzt unseren Social Media Account mal angucken. Will die Superleistung aus der letzten Saison wiederholen? Hat seine Qualität letzte Saison in der Premier League gezeigt? Viele fragen sich, war das Glück oder ist er so stark?
Nicht viele Spieler sind im Alter von Alexander so gut wie er. Neben dem zu spielen ist pure Freude. Letzte Saison, Chris Wheatley. Die große Frage ist, kann Manchester United die exzellenten Leistungen der letzten Saison wiederholen? Interessant. Irgendwas noch Wichtiges? Hey, wenn du mal bei uns mitspielen willst, wir treffen uns immer dienstags abends in Soho. Wir finden schon einen Platz für dich. Okay. Ich weiß noch, als du kleiner Junge mit Gareth auf der Straße gespielt hast. Erinnerung. Okay, man sieht hier also schön diese ganzen Sachen. 375.000 Follower, das haben wir eigentlich noch gut hingekriegt. Dann machen wir direkt mal weiter, ne? Würde ich sagen. Ab nach Manchester. Du kannst den Look von ihm anpassen auf dem Rasen und so weiter. Wir können dort erziele Fortschritte und erreiche bestimmte Followerzahlen und Einnahmen, um Objekte freizuschalten. Eine hitzköpfige Persönlichkeit sorgt dafür, dass deine Followerzahlen schneller steigen, senkt aber dein Ansehen beim Training. Eine coole Persönlichkeit verschafft Alex mehr Spielzeit und gibt ihm so mehr Chancen, Einnahmen zu erzielen. Also wir wollen natürlich mehr Spielzeit, ne? Aber natürlich können wir nochmal anpassen. Outfit. Was haben wir denn da? Ach guck mal, die können wir alle schon auswählen, ja? Ah, da brauchen wir erstmal hier eine Menge an Follower. Hier vorne war das schon 550, so ein Ed Hardy T-Shirt oder was? 1,13 Millionen Einnahmen. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Spieler an. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, Longsleeves. Ah, wir können auch einfach ein Dings anziehen. Ah, okay. Ja, was ziehen wir denn an? Das die typische kaputte Hose? Nee, das. Also es ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, ne? Aber machen wir den ApoRed aus ihm. Sauber. Das hätten wir schon mal hingekriegt. Aussehen. Wir können hier jetzt noch ein bisschen die Frisur anpassen. Da habe ich nur Full Top Fade. Und den Rest. Ja, okay. Machen wir das mal. Sehr schön, Hals rechts. Witzig wäre es natürlich, wenn man solche Sachen tätowieren lässt und man kann sie nicht mehr wegmachen. Deswegen. Komm. Zack, Hals rechts. Wahnsinn. Super. Oh, hat sie wieder wegmachen lassen können. Sehr schön. Ein Hammer. Nö, ist schon in Ordnung. Hals links. Biest. Sehr schön. Im Nacken kriegt auch nochmal direkt was. Roots. Die Wurzeln. Super. Hat er einmal komplett was. Jetzt auf den Arm noch. Wo wäre das denn? Rechter Arm. Das ist ja dieser hier. Man muss den Typen ja auch erstmal so ein bisschen einpacken, damit man weiß, wie der aussieht. Aber so ein Tribal, ich weiß ja nicht. Ja, gut. Nee. Tribal. Gut, machen wir das. Linken Arm. Da können wir auch nochmal ein Tribal reinhauen. Wir können uns aber auch einen Oktopus auf den Arm hauen, weil wir es können. Tribal warten. Selten. Oh, das ist ja gut. Selten mag ich. Okay, hat er jetzt mal ein paar Tattoos. Und sein Trikot. Das können wir auch noch machen. Wir machen natürlich eng. Taille. Aus der Hose, Ärmellänge, Rollkragen, Unterhemd, nö, kurz. Wir werden auch alles sehen. Und wir können hier schön die Schuhe auswählen. Aber die Schwatten, ich finde, da sieht man nicht so viel. Pure Control. Hat dann noch ein paar mehr, die wir hier auswählen können? Hier sowas zum Beispiel, das wäre nice. Die würden mir gefallen. Ah, guck mal. Messi. Also mir kommt es nicht darauf an, wie geil die sind, sondern einfach nur, wie schick die aussehen. Ich glaube, die da finde ich schon ganz okay. Bin im Überlegen, ob er richtige Schnürschuhe kriegt oder nicht. Nö, machen wir nicht. So, Sockenhöhe. Komm, kriegt er mal kurze Socken. Knöcheltape braucht er nicht. Jetzt haben wir noch starker Fuß rechts. Finde ich in Ordnung. Handgelenk. Nö. Braucht er nicht.
Handschuhe. Nee, hat er auch nicht nötig. Und damit wäre er soweit fertig erstmal. Frisur können wir halt immer noch machen. Aber das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Sehr schön, das hätten wir. Aufgaben. Ach, guck mal, hier können wir uns die Aufgaben nochmal anschauen. Ziele. In jedem Kapitel gibt es optionale Ziele, die du abschließen kannst. Mein Ziel ist natürlich, in jedem Kapitel alles immer zu schaffen. Meistere die Ziele in allen Kapiteln, um Belohnungen freizuschalten. Kapitelziele gelten als Boni und sind nicht zwingend erforderlich, um The Journey-Fortschritte zu erzielen. Für jeden Abschluss der einzelnen Kapitel erhältst du außerdem auch eine einzigartige FIFA Ultimate Team Belohnung. Das ist gut. Gib bei der Vorbereitungstour mindestens 10 Schüsse aufs Tor ab. Das kriegen wir noch hin. Da kriegen wir Spezialbewegungen. Aber ich müsste eigentlich schon 5 Sterne haben, also wäre es eigentlich egal. 8,0. Ach so. Aha. 10 Schüsse, gewinne das Saisonvorbereitungsturnier. Okay. Und den Rest dürfen wir noch nicht sehen. Es gibt 6 Kapitel offenbar. Na gut, dann sind wir erstmal in Kapitel 1. Dann geht's mal hier weiter. Das Leben. Okay, hört mal zu. Ihr hattet jetzt alle euren Urlaub, aber ab heute wird trainiert. Unsere Tour in den USA steht bevor. Wir kämpfen gegen Top-Vereine und um den International Club Cup. Ich erwarte von euch nicht weniger als absolute Spitzenleistung. Der Boss hat mir gesagt, dass es keine Stammplatzgarantien geben wird. Dies ist eine neue Saison und wer aufgestellt werden will, muss hier auf dem Platz jedes Mal alles geben, was er hat, und zwar ab sofort. Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, den Titel zu verteidigen, muss unsere Fitness am Saisonbeginn top sein. Alles klar? Hunter, komm mal her. Wie ich hörte, hast du im Sommer in Rio in der Sonne gelegen. Beeinträchtigt das jetzt deine Form? Zu viele Besucher am Buffet? Ich muss dich nicht daran erinnern, wie man spielt, oder? Will er mich verarschen? Okay, im Laufe deines Journey-Abenteuers wird Alex mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert. Manche Entscheidungen bestimmt über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen, also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Ich muss erst wieder umstellen. Alex trainiert die Fußballgrundlagen vor der Trainingspartie mit der ersten Mannschaft. Ach nö. Ich fühle mich gut, kann losgehen. Oh ja. So will ich das hören, Hunter. Problem ist nur, wenn es immer noch auf Legende gestellt ist, weil ich das als Standardschwierigkeit eingestellt habe, dann wird das jetzt hier im 11 gegen 11 wirklich sehr schwierig. Die Arbeit geht weiter. Zeigt dem Trainer, wofür ihr bezahlt werdet. Denn FIFA 18 bin ich noch nicht eingespielt. Die Demo wird sicherlich ganz anders gespielt worden sein. Oh je. Und ich will auch nicht aus der Ego-Perspektive spielen, sondern schon ganz normal. Muss ich mal eben gucken. Was haben wir denn hier für eine Kameraansicht? Ich glaube, das wird die Ego-Kamera. Aber so ist doch ganz schick. Okay, das ist gut. Ganz kurz die Einstellung, Spieleinstellung. Hier kann man nicht mehr umstellen. Nee. Gut, das wird ein RIP. Ich denke, wir werden eine schlechte Bewertung kriegen. Aber macht ja nichts. Ach, ich spiele auch noch mit allen. Okay. Ah, man sieht hier gerade schon so ein bisschen, der Ball verspringt ganz gut. Also fühlt sich anders an als die Demo. Das kann man auch schon wieder so festhalten. Schlechter Pass von Hunter. Ich weiß ja nicht. Ja, doch, ein bisschen. So, wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen. Setz dich durch. Ja, super. Sollte eigentlich ein Spin werden, er hat ihn aber sich vorgelegt. Vermutlich. Ah, Einwurf für uns. Ah, der Ball ist aus, schade. Okay, okay, come on, come on, come on. Das konnte ich jetzt gerade nicht irgendwie auswählen, dass ich nur mit Hunter spielen wollte. Denn ich hatte vor, für diese Karriere komplett auf, Hunter zu spielen. Also, dass wir nur mit dem Hunter spielen. Zack, come on. Ach, nimmt er den Mkhitaryan, nimmt er den Ball da nicht an oder was? Alexander aktuell nur auf einer
5,9. Schon wieder schlechter Pass. Okay, Hunter wird bald rausgeschmissen. Oh oh. Eieiei, sehr schöner Pass auf Martha. Und das gibt Ecke. Also es fühlt sich doch wirklich anders an. Ihr könnt es euch auch mal gerne ausprobieren, wenn ihr das Spiel in den Händen habt. Hoher weiter Ball. De Rea kloppt die Pille weg. Da, Pogba. Oh, shoot. Fellaini fällt. Ja, ja. Okay. Also ich muss halt irgendwie Hunter in gute Position mal bringen. Okay, okay, okay. Bleib dran. Sehr gut. Oh. Ja, man merkt auf jeden Fall, KI fühlt sich schon ein bisschen anders an als die in der Demo. Das ist ja auch in Ordnung. Da können sie ja gerne immer noch ein bisschen dran rumfeilen. Ich habe den gerade nicht erkannt, dass das mein Mitspieler ist. Sehr schöner Pass, sehr schön. Valencia. Der Versuch war es wert. Denke mal, das war in Ordnung. Hunter macht jetzt hier mal ein bisschen mit Dampf. Wir haben den ja eigentlich ein bisschen flott gemacht, ne? Ah, da versucht er den Abschluss. Kriegt er nicht hin. Ja, ich hoffe, dass es euch hier soweit gefällt. Ich werde natürlich nach diesem Training erst einmal einen kleinen Cut machen, denn ich bin jetzt gerade in der Early Access bzw. Origin Access und da ist es so, dass wir nur 10 Stunden Zeit haben, vor Release sozusagen zu spielen. Und da muss ich natürlich die Zeit so ein bisschen für mich passend zusammenschneiden. Also ich kann hier nicht stundenlange Folgen machen, was ich eigentlich sonst ganz gerne machen würde. Aber ich vermute auch, dass die Demo, also diese, was heißt Demo, diese Early Access in Anführungsstrichen, auch Begrenzung hat. Also wir werden hier nicht alles spielen können. Und der Versuch war es auch wieder wert. Sehr schön. Alter, da wird er von den Füßen geholt. Da kommt der Schuss und der geht auch mal ganz gut drauf. Sehr, sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte vielleicht dann gucken können, ob man vielleicht auch die Zeit runterstellen hätte können für die Partie. Denn so eine Trainingspartie ist natürlich nicht ganz so wichtig. Aber Alex muss sich natürlich dann da auch mehr behaupten. Ne? Wir spielen hier auch halt 11 gegen 11, wo wir alle spielen können. Und es ist auf beiden Seiten nicht viel passiert. Kurze Pässe lassen zu wünschen übrig, ja. Es wäre halt cool, wenn er noch irgendwie ein Tor schießen würde. Er ist natürlich jetzt nicht als Set... Och, wir haben ihn als Stürmer wieder gemacht, ne? Ah, sehr gut. Wir hatten zum Glück die Option, unsere Position nochmal zu ändern. Und das auch wieder. Ah, negativ, negativ, negativ. Es ärgert mich. Bleib dran, bleib dran. Eieiei, das hat gute Verzögerung. Also, die Grätsche habe ich schon vor, keine Ahnung, Asbach-Zeiten sozusagen rausgehauen. Aber er hat sie dann trotzdem noch ausgeführt. Oh, wo ist der Ball? Ich dachte, ich hatte den noch. Ah, da konnte er auch wirklich wenig machen. Schlechtes Timing. Oh. Oh, die Chance sah nicht schlecht aus. Das war sehr gut. Aber weil es so ein langer Ball ist, kriegen sie den natürlich. Wir müssen also echt gucken, dass wir... Oh! Nein, der hätte drin sein müssen. Der hätte ich vielleicht nochmal finessen können.
Hätte ihn schön angeschlänzt, dann wäre das Ding drin. Aber vielleicht sind die gar nicht so OP, die Finesse-Shots, aber das sind sie eigentlich ja immer bei FIFA. 60 Minuten bisher. Ja. 0 zu 0. Beiden Seiten nicht so wirklich viel. Ich weiß aber nicht. Oh, sehr schick. Ah, der Pass kommt nicht an. Shit, schlechter Pass. Bitter. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so einfach. Weil man normalerweise ja den Spielstil noch nicht so ganz drauf hat von der Mannschaft. Muss ja halt erstmal reinkommen. Und wenn man dann auch noch nur den Hunter spielt, dann sieht es auch noch ein bisschen anders aus. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr lieber nur Hunter sehen wollt, dass ich nur Hunter spiele, oder ob ich dann tatsächlich auch die Mannschaft spielen soll. Letztes Jahr habe ich mich auf Alex Hunter konzentriert und das war natürlich nicht ganz so einfach, aber ich denke, das ist so der Spielstil, den man eigentlich so sehen will oder den man auch spielen will, ne? Okay, noch einmal. Und ich würde sehr gerne ein Tor schießen, das wäre sehr schön. Da ist auf niemandes... Oh, schlechtes Passspiel. Sollte eigentlich nur eine... Ja, sehr gut, geklärt. Also, das sollte nur geklärt werden. Jungs, ihr müsst schneller mitlaufen. Oder ich muss einfach ein bisschen genauer spielen. Aber es ist wirklich... Ich finde die nicht optimal. Ich finde die echt nicht einfach gerade auseinanderzuhalten. Ja, das ist bitter. Bitter. Wenigstens kommt hier auch mal ein Pass an. Die sind gerade noch nicht ganz so, wie ich sie mir vorstelle. Also das Gameplay ist noch anders. Aber es fühlt sich gar nicht so verkehrt an. Richtig smooth. Ne. Da ist er durch und macht das Ding nicht. Ja, Spiel. 6,8 für Alexander. Na denn. Hin zum Ball, Jungs. Ihr müsst zum Ball. Aber das ist ja auch jetzt wohl so, dass die KI nicht mehr so stark auf den Ball geht, beziehungsweise, also besonders in der Verteidigung, das halt nicht so der Fall ist. Und da muss man mal gucken. Schönes Passspiel. Da geht's außen lang. Und vorbei. Ja, da verlieren wir mal, ne? Unsere Trainingsgruppe verliert. Ansonsten, ja, 6,8. Ich denke mal, da ist der Trainer nicht ganz so zufrieden. Hm. Oh. Naja, da sitzen wir mal auf der Ersatzbank, würde ich sagen. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Ja, werde ich machen. Gut. Dann mal ab nach Hause. Kurz in die Kabine. Und unsere Kollegen mal bequatschen. Sehr weit weg an, Mann. Dein positives Denken hat mir gefehlt, Lili. Man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist, Nespa? Also, wo gehen wir denn heute essen? Da kann ich leider nicht mitkommen. Ah ja, Philipp. Medientag für die neuen Premier League Stars. Sie? Sie? Oh, sieh mal, es ist Alexander. Bitte, Mr. Hunter, bitte. Krieg ich ein Autogramm? Hey, lass den Quatsch, ja? Lass dich nicht verrückt machen, Alex. Beim Team geht es nicht um dich, sondern um uns. Es geht um mich. Okay, cool. Dann bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, euch hat soweit gefallen, die erste Folge. Wäre schön, wenn wir vielleicht 200 Däumchen knacken würden. Das wäre sehr, sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.